Wer war Bert Hellinger und worum handelt es sich bei Hellingers Familienstellen? Bert Hellinger, gebürtig Anton Hellinger, war bis zu seiner Heirat fast 20 Jahre lang katholischer Priester, davon einige Jahre als Missionar in Afrika tätig. Danach schlug er im weitesten Sinne eine psychoanalytisch-therapeutische Laufbahn ein. So weit, so unspektakulär. Erstmal. So richtig bekannt, um nicht zu sagen berühmt, berüchtigt gemacht, hat ihn eine bestimmte pseudotherapeutische Behandlungsmethode, die sich offenbar selbst heute noch größter Beliebtheit erfreut. Die zu seiner Zeit bereits, allerdings damals noch unter anderen Bezeichnungen bekannte systemische Familientherapie, hat Hellinger nach seiner eigenen Auffassung weiterentwickelt. Ich würde eher sagen, depraviert, also quasi verschlechtert oder auch etwas salopper ausgedrückt, verschwurbelt. Ich möchte im heutigen Video erklären, was das für eine Methode ist, wie das Ganze im Allgemeinen abläuft und zu welchem Zweck diese durchgeführt wird, also was sie bewirken soll. Dabei blende ich euch auch immer wieder ein wenig Bildmaterial zur Veranschaulichung mit ein, damit man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann. Sämtliche Quellen, die ich hierfür heranziehe, habe ich unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Also schaut da gerne rein, prüft es gerne selber nach. Des Weiteren werde ich versuchen zu verdeutlichen, weshalb Hellingers Familienstellen in meinen Augen nicht nur unwirksam, sondern darüber hinaus auch extrem menschenverachtend und zutiefst demütigend ist und in die Psyche der Teilnehmer massiv eindringt, diese belastet und gefährdet, bis hin zum Selbstmord. Ich möchte euch dafür sensibilisieren, solche Methoden stets mit kritischem Blick zu hinterfragen und werde euch dabei einige möglichen Erklärungen dafür liefern, weshalb die Familienaufstellung nach Hellinger trotz allem seit so vielen Jahren so viele Menschen begeistert in ihren Bann zieht und für sie scheinbar sogar funktioniert. Legen wir los. Warum gibt es dieses Angebot überhaupt und an wen richtet es sich vorwiegend? Ihr erratet es bestimmt, an Menschen mit Problemen. Von familiären Alltagsproblemen bis hin zu solchen gesundheitlicher Art, körperlich wie auch seelisch. Menschen mit kleineren Sorgen, aber natürlich ebenso Menschen, die zum Beispiel unter einem Trauma oder einer schweren Krebserkrankung leiden. Um die Zielgruppe braucht man sich also überhaupt keine Sorgen machen, so schnell geht einem da die Kundschaft nicht aus. Ich zitiere dazu Heike Dierbach aus ihrem Buch Die Seelenpfuscher, die hat es nämlich recht treffend formuliert. Die typische Teilnehmerin einer Familienaufstellung ist weiblich, gebildet und im mittleren Alter. Sie möchte vielleicht ihre schwierige Beziehung zu ihrer Schwiegermutter verbessern oder wissen, wie sie mit ihrem hyperaktiven Elfjährigen umgehen soll. Vielleicht fehlt der Teilnehmerin gar nichts und sie macht die Aufstellung nur zur vorsorglichen Klärung. Vielleicht ist sie aber auch schwer krank und verzweifelt. Die Familienaufstellung nach Hellinger macht ihr das Angebot: An einem Wochenende kannst du dein Problem lösen. Du kannst dafür nämlich gar nichts. Die Seele deiner Familie ist schuld. Sie nimmt dich in Haftung für Vergehen deiner Vorfahren. Physischen oder psychischen Krankheiten liegt laut der Auffassung Hellingers ein Ungleichgewicht im Familiensystem zugrunde, das wieder zurück in seine natürliche Ordnung gebracht werden muss. Auch auffällige oder komplizierte Kinder seien ein Anzeichen für so ein Ungleichgewicht. Worin diese erstrebenswerte natürliche Ordnung laut Hellinger besteht, dazu später mehr. Sinn und Zweck einer Familienaufstellung ist also die Klärung des Familiensystems, in dem aufgezeigt wird, wo wer am vermeintlich falschen Platz steht, wo es sogenannte Verstrickungen gibt und wo etwas wieder gerade gerückt werden muss. Man darf sich das aber nun nicht wie eine gemeinsame Familientherapiesitzung vorstellen. Oh nein! Meist nimmt nur je ein Familienmitglied, und zwar
das, was in der Regel verzweifelt nach Hilfe sucht, an einer größeren Gruppensitzung mit lauter fremden Menschen teil. In der Regel finden sich alle Beteiligten gemeinsam mit der Aufstellerin oder dem Aufsteller in einem Stuhlkreis zusammen, bei dem abwechselnd vereinzelt Personen mit ihrer jeweiligen persönlichen Geschichte an die Reihe kommen. Von der oder demjenigen, um den es dann jeweils geht, werden alle möglichen in Frage kommenden Familienmitglieder in Form eines Stellvertreters oder Stellvertreterin aus den restlichen, meist völlig fremden Anwesenden in der Raummitte aufgestellt, und zwar zunächst so zueinander, wie die familiäre Situation von der aufstellenden Person selbst wahrgenommen wird. Dabei können nicht nur Mutter, Vater und Kinder aufgestellt werden, sondern auch zum Beispiel die Großeltern, der geschiedene Ehepartner, adoptierte oder auch nicht adoptierte Kinder aus früheren Beziehungen und so weiter. Selbst dann, wenn Familienmitglieder bereits längst verstorben sind, behalten sie weiterhin ihren festen Platz im System und werden gegebenenfalls mit den Lebenden zusammen aufgestellt. Die aufstellende Person bleibt anschließend im weiteren Verlauf zunächst nur Beobachter. Klingt jetzt vielleicht alles etwas kompliziert, damit ihr euch das Ganze ein bisschen besser vorstellen könnt, schauen wir uns einfach mal schnell so ein Beispiel aus der Praxis an. Es ist eine Gruppensituation und die Person ist ja alleine da. Sie muss also Repräsentanten finden für ihre Familienmitglieder. Ja. Die Mutter? Der Vater? Ja, dich. Ist die Großmutter mütterlicherseits? Ist dein Großvater? Ja, dein Körper. So, und an dieser Stelle beginnt der Zauber. Die aufgestellten Stellvertreter beschreiben, wie sie sich in dieser Situation sehen, wie sie sich gerade fühlen. Nochmal, diese Leute sehen sich in der Regel bei diesem Event zum allerersten Mal. Sie wissen praktisch nichts voneinander, aber sollen anhand ihrer Position im Raum, an die sie gerade von jemandem hingestellt worden sind, irgendwie erfühlen, was in dieser fremden Familie, für die sie gerade mitstehen, was da los ist, was sich gut, was sich weniger gut anfühlt, ob sie vielleicht lieber woanders stehen wollen würden und so weiter. Und aus dieser Beschreibung ihres jeweiligen aktuell gefühlten Zustandes sollen sich wichtige Erkenntnisse für das gesamte Familiensystem ergeben. Und nicht zuletzt die Lösung für die Person, um die es in dieser Aufstellung geht, aufzeigen. Wie so etwas in der Praxis aussehen kann, zeige ich euch wieder kurz anhand eines kurzen Einspielers. Sozusagen mal einfühlen. Ja, die Mutter? Also mir geht's da gut. Grundsätzlich, es zieht hier ein bisschen an der Schulter, aber unmerklich. Ich sehe irgendwie nichts. Also da ist es, da kommt es irgendwie angenehm warm. Ich bin fokussiert auf die Geschwister. Von deinem Mann? Ja, da klopft mein Herz ein bisschen. Aber nicht so, dass mich das jetzt so beeinträchtigt, derweil einmal. Mir tut es wahnsinnig leid, dass mein Mann so weit weg steht. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Keine Ahnung, was das hier ist. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, warum das da steht. Null Idee. Und warum ich meinen Sohn nicht sehe, verstehe ich auch nicht.
verstehe vieles nicht. Verstehst vieles Nein, nicht? Nein, vieles überhaupt nicht. Mhm. Ohne Groll, ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Und das tut mir sehr leid. Du verstehst es nicht. Und das verstellt dir die Aussicht, oder ist das... Da habe ich die Idee, das wird schon einen Sinn geben, dass das da ist, aber ich kann den Sinn nicht begreifen. Und irgendwie ist so mein Puls, wenn ich irgendwas tun kann da, dann mache ich das. Aber es muss mir zuerst wer sagen, was. Mhm. Ja. Gut. Ja, dein Körper. Ich bin der Wichtigste von allen. Mhm. Und ich mache, was ich will. Mhm. Und was links und rechts neben mir ist, keine Ahnung. Mhm. Also ich habe keinen Bezug zu nichts, deswegen bin ich... verstockt. Aber du machst, was du willst? Ja. Mhm. Und keinen Bezug zu nichts, sagst du? Keinen Bezug. Aber wenn du machst, was du willst, geht es dir damit schlecht oder nicht? Oder lässt sich das nicht sagen? Es ist einsam. Mhm. Aber ich bin trotzig. Mhm. Ich würde gerne zur Mutter. Mhm. Aber von der habe ich nur gehört. Mhm. Dein Körper ist das revoltierende Kind in dir. Ja? Das sagt... Zu Fleiß esse ich nichts. Ich brauche nichts mehr. Das verstockte Kind ist das. Und was er möchte, ist zur Mutter. Von den Befürwortern dieser Methode wird davon ausgegangen, dass während so eines Familienstellens die Stellvertreterpersonen aufgrund einer angeblichen Existenz uns umgebender wissender Felder dieselben Gefühle aufweisen wie die Personen, für die sie jeweils stehen. Fühlt sich also beispielsweise die aufgestellte Schwester irgendwie unwohl, unsicher oder gar verärgert, soll dies aufzeigen, dass die tatsächliche Schwester insgeheim ebenso fühlt. Selbst wenn sie das nie geäußert hat, es nie auch nur den leisesten Anschein erweckt hat und in Wahrheit auch gar nicht so ist. Denn diesen wissenden Feldern kann man nämlich gar nichts vormachen. Die bringen alles ans Licht. Selbst wenn da jemandem falsche, heimliche Affären, Verschwörungen oder gar uneheliche Kinder und andere komische Dinge angedichtet werden. Eigentlich müsste man an dieser Stelle ja schon abbrechen und die Methode als das benennen, was sie ganz offensichtlich ist. Grober Unfug. Im späteren Verlauf dieses Videos müsste man hier noch das Attribut gemeingefährlich ergänzen, aber jetzt schauen wir uns zunächst an, wie der weitere Ablauf ist und wie sich damit trotz allem so viele Menschen so begeistern lassen. Jetzt direkt gleich mal die Frage an euch: Haltet ihr es für plausibel, dass die dort aufgestellten Leute wirklich irgendetwas empfangen, was den Gefühlslagen der tatsächlichen Familienmitglieder, für die sie stehen, entspricht? Oder ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass sie teilweise ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Gefühle und Probleme mit einbringen, die sie selbst beschäftigen und die sie überhaupt dazu bewegt haben, selbst dort an so einer Aufstellung teilzunehmen? Ist es in einer Aufstellsituation wie dieser hier nicht naheliegend, dass man sich irgendwie seltsam fühlt, beengt, umringt von lauter Fremden, von allen Seiten ganz erwartungsvoll angestarrt, einen großen Mann noch direkt vor die Nase gesetzt bekommen, an dessen breiten Rücken man gar nicht vorbeisehen kann? Wie soll sich das für jemanden gut anfühlen? Wie würdet ihr eure Lage beschreiben in dieser Situation? Es werden nun im Laufe dieser Aufstellungsarbeit einzelne Personen
immer wieder an einen anderen Platz umgestellt, voneinander weg oder zueinander hingedreht oder in einer völlig anderen Konstellation neu zusammengeführt. Zwischendurch darf immer wieder neu gefühlt werden, ob es jetzt besser ist. Und wenn es dann irgendwann passt, kommt es am Ende meist zu einer Art Auflösung, indem die Hauptperson vom Aufsteller vorgesagte Sätze nachspricht. Und zwar gerichtet an eine der Stellvertreterpersonen, die je nach Fall zum Beispiel für ihre Mutter oder ihren Vater steht. Erwachsene Menschen sagen einfache Sätze und brechen dabei in Tränen aus. Sätze, die mir nicht aus dem Kopf gehen, mich verfolgen bis in die Nacht. Die Lösung oder meinetwegen auch Heilung oder wie auch immer man es gerne nennen mag, die durch dieses ganze Prozedere initiiert werden soll, soll im Übrigen nicht nur dieser einzelnen betroffenen Person, die da gerade an der Reihe ist, zugutekommen, sondern ganz automatisch auch für alle Nicht-Anwesenden ihres ganzen Familiensystems geschehen. Sowie natürlich auf ebenso magische Weise allen weiteren Anwesenden im Raum bei deren ganz individuellen Problemen, die natürlich völlig anders geartet sein können, helfen. Dieser Glaube stützt sich wiederum auf die gänzlich unbegründete Annahme, dass wir alle, einschließlich unserer verstorbenen Vorfahren, über ein sogenanntes morphogenetisches Feld miteinander verbunden seien. Das ist so eine Sehnsucht des Menschen, halt eine Begründung zu haben. Aber in dem Fall muss man ja sagen, es ist so, wir sehen und erleben vor allem etwas, was ja tatsächlich wirkt. Und jetzt sucht man hinterdrein sozusagen eine Begründung dafür, ja, als müsste das unbedingt sein. Also ich verstehe es jetzt aus dem menschlichen Bedürfnis, eine Erklärung zu haben, aber in dem Fall muss man sich wahrscheinlich Zeit lassen, bis das wirklich offenkundig ist. Ich will trotzdem eine Erklärung. Ich lese. Suche nach Beschreibungen, wissenschaftlichen Abhandlungen. Aber die tiefe Erschütterung, die Menschen erleben aufgrund eines einzigen Satzes an Mutter oder Vater, erklärt sich mir nicht. Das Aufstellen der Einzelnen bringt Unbewusstes ans Licht. Aber niemand kann mir erklären, wie es funktioniert. Es gibt Versuche von Beschreibungen, so wie vom Biochemiker Rupert Sheldrake, der sagt, das sind die morphogenetischen Felder. Ja, natürlich sind die Wirksamkeit der Spiegelneuronen auch mit im Spiel. Andererseits will auch jetzt die Quantenphysik darin ihre Theorie bestätigt sehen. Aber das ist alles erst im wirklichen Werden. Ja. Da sind sie wieder, diese Quanten. Na dann muss das ja stimmen. Klingt schließlich immer total klug, wenn man damit irgendwas erklären kann, was eigentlich totaler Humbug ist. Manchmal hört man auch das Stichwort Epigenetik in diesem Zusammenhang. Auf den ersten oberflächlichen Blick wirkt das tatsächlich beeindruckend und ja, höchst erstaunlich und auch irgendwie wissenschaftlich. Denn die Epigenetik ist ja in der Tat ein sehr, sehr spannendes, real existierendes und faszinierendes Forschungsgebiet, wie eben auch die Quantenphysik. Der Haken daran ist nur, dass sich die Esoterik regelmäßig solcher Fachwörter bedient, sie quasi gewaltsam entlehnt, verbiegt und in ihr eigenes mystisches Weltbild quetscht, um es damit endlich irgendwie wissenschaftlich aufzuwerten. So nach dem Motto, wie, das glaubst du nicht? Haha, bist du dumm. Du hast ja wohl noch nie was von Quantenphysik oder Epigenetik gehört. Übrigens, die Dame, die diese Doku gedreht hat, klang anfangs zunächst selbst sehr skeptisch, hat sich dann aber doch im Laufe der Dreharbeiten darauf eingelassen, also selbst auch für sich so eine Aufstellung mitgemacht und war am Ende völlig fasziniert und sehr bewegt von diesem Erlebnis. Woran kann das liegen? Wieso gehen da so viele Menschen auch erstmal mit einem sehr guten Gefühl wieder raus? Warum glauben die Leute trotzdem
dass so eine Familienaufstellung auf eine ganz magische, unerklärliche Weise funktioniert, obwohl doch aus rationaler Sicht nicht das Geringste dafür spricht. Ich denke, man kann sich das relativ einfach erklären. In solchen Gruppenseminaren, die nicht selten auch mal über ein ganzes Wochenende gehen und meist auch eine recht hohe Teilnehmerzahl aufweisen, herrscht von vornherein erst einmal eine Art Ausnahmesituation. Viele fremde Menschen treffen aufeinander, aber alle haben etwas gemeinsam. Sie sind alle dort, weil sie ein Problem haben. Ein Problem, das sie so sehr belastet, dass sie bereit sind, viel Geld für dieses Seminar zu bezahlen und einen vielleicht unkonventionellen Weg einzuschlagen, um endlich eine Lösung für sich zu finden. Also Ausgangslage meist fatal, verunsichert, verzweifelt, hoch emotional. Das muss sich nicht immer für alle gleich intensiv oder schwerwiegend darstellen, aber es dürfte in den überwiegenden Fällen schon der allgemeine Grundtenor sein. Durch diese wiederholte Aufstellerei, das ständige Beschreiben von irgendwelchen Gefühlen, die Aufforderung zu fühlen, entwickelt sich ganz automatisch eine Art Gruppen- und Ritualdynamik. Was ich damit sagen will, es reißt einen irgendwann mit. Es fallen bei irgendwem Sätze, die bei einem selbst vielleicht etwas auslösen können. Menschen sind zutiefst gerührt, werden völlig unkontrolliert und ohne jeglichen Halt an schlimme vergangene Situationen erinnert, brechen in Tränen aus, sollen vor Publikum mit zitternder Stimme und hochemotional, sehr gefühlsbetonte Sätze gegenüber fremden Personen aussprechen, die vielleicht der verstorbenen Mutter oder dem eigenen inneren Kind gelten. Es ist wie ein Strudel, ein Wechselbad der Gefühle. Man findet sich in tiefster Trauer und soll im nächsten Moment vielleicht voller Demut liebevolle und versöhnliche Dinge, Worte der Dankbarkeit laut aussprechen, die wiederum die umstehenden Leute bis ins Mark hineinrührt und Freude strahlen lässt. Vereinzelt sind da unter Garantie auch total sinnvolle Lösungsansätze mit dabei. Also unterschätzt auch bitte die Wirkung von Banalitäten nicht. Hat also eine Frau beispielsweise ständig Ärger mit ihrer Schwiegermutter und leidet da auch ganz massiv drunter. Hokus pokus aufstelleritibus, sagt die Frau später im Seminar ganz wohlwollend zur Stellvertreterin der Schwiegermutter solche Sätze wie: Ich weiß, du hattest es nicht leicht. Oder: Danke, dass du so gut für deinen Sohn gesorgt hast. Irgendwas in der Richtung. Und fortan nimmt diese Frau zu Hause eine viel gelassenere Haltung ein, wenn sich die beiden mal wieder nicht einig werden. Bäm, Problem gelöst. Was war der Hellinger für ein Fuchs, oder? Muss dieses morphogenetische Feld gewesen sein, das das gerichtet hat. Was auch immer die genauen Hintergründe beim Einzelnen sein mögen, man wünscht sich auch einfach, dass es funktioniert. Und allein durch diesen Wunsch, diesen starken Willen, dass das doch klappen muss, weil einem ja sonst scheinbar nichts anderes mehr übrig bleibt, kann sich bei einigen Leuten entweder so eine Art Placebo-Wirkung entfalten oder aber man macht sich ab dem Zeitpunkt einfach selbst was vor und redet sich ein, dass nun alles besser ist. Bei den vielen anderen Teilnehmern hat es ja schließlich auch was gebracht. Muss ja. Okay, aber ich werde ja, wenn ich etwas kritisiere, immer wieder gefragt, wo denn hier jetzt eigentlich überhaupt das Problem ist, wenn die Leute das gerne machen wollen und sich am Ende noch vielleicht sogar gut damit fühlen, sollen sie doch machen, oder? Nun, Hellingers Technik verspricht zwar die Auflösung aller möglichen familiär begründeten Konflikte innerhalb einer Gruppensitzung, hinterlässt jedoch reihenweise Geschädigte. Seriöse Psychotherapeuten und etliche Institutionen warnen davor und distanzieren sich davon ausdrücklich. Dokumentiert ist sogar auch der Selbstmord einer Frau, die Hellinger auf einer seiner Veranstaltungen in Leipzig
ohne Kenntnis ihrer Vorgeschichte und ihrer persönlichen Verfassung äußerst grob und unsensibel behandelt hat. Was man sich darunter so vorstellen kann, wollen wir uns später noch anhand ein paar einzelner Beispiele ansehen, die ich euch gerne aus seinem Kursbuch Ordnungen der Liebe vorlesen möchte. Bitte schaltet das Video nicht ab, bevor ihr das nicht gehört habt. Nee, wartet mal, ich ziehe direkt mal eins vor, das passt nämlich zur Überleitung ganz gut. Hellinger zur Gruppe. Ich habe eine Frau neben mir sitzen, mit der ich jetzt arbeiten will. Sie wird kurz sagen, um was es geht. Heidi? Ich habe Brustkrebs. Ich bin vor 2 Wochen operiert worden, weiß es auch erst seit 2 Wochen definitiv. Meine Mutter ist vor 9 Jahren auch an Brustkrebs gestorben. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Das älteste, ein Sohn, ist von einem anderen Mann. Der kommt wahrscheinlich auch mit rein. Mit diesem Mann war ich aber nicht verheiratet. Mein jetziger Mann hat dieses Kind adoptiert. Schrecklich. Dann haben wir ein gemeinsames Kind, eine Tochter. Mein Mann hat auch noch ein Kind, aber damit habe ich nichts zu tun. Das ist aus einer früheren Beziehung. Wieso hast du den ersten Mann nicht geheiratet? Ich wollte nicht. Ich habe gedacht, jetzt habe ich ein Kind und das reicht. Und das ist nicht der richtige Mann für mich. So? Und dein jetziger Mann, war der vorher verheiratet oder auch nur in einer Beziehung? Es war eine Beziehung. Er wollte sie heiraten, aber die Frau, die Mutter seines Kindes, wollte nicht. Ich fange mit dem Gegenwartssystem an. Wir brauchen also deinen früheren Mann, sagen wir mal so, dich und das Kind aus dieser Beziehung. Dann deinen jetzigen Mann, seine frühere Frau, sein erstes Kind und noch euer gemeinsames Kind. Hat seine frühere Frau geheiratet? Nein, sie hat das Kind alleine großgezogen. Hat dein erster Mann später geheiratet? Das weiß ich nicht, wir haben keinen Kontakt mehr. Es war ja keine Ehe. Wenn ein Kind da ist, bindet es wie eine Ehe. Dann kann man nicht mehr so wie du damit umgehen. Er war dein erster Mann. Ich kürze das Ganze an dieser Stelle jetzt ein bisschen ab. Es folgen die Fragen an die Stellvertreterpersonen. Sie sollen beschreiben, wie sie sich fühlen und so weiter. Hellinger führt dann weiter aus. In einer solchen Familie wird der Sohn des ersten Mannes in der neuen Familie seinen Vater vertreten und er wird die Gefühle seines Vaters hier gegenüber seiner Mutter und seinem Adoptivvater haben. Und die Tochter wird die erste Frau ihres Vaters vertreten und wird ihre Gefühle gegenüber ihm und ihrer Mutter haben. Das ist ein ehernes Gesetz. Immer wo es einen früheren Mann gibt oder eine frühere Frau, die nicht geachtet sind, werden sie in der folgenden Ehe von Kindern vertreten und dort zur Geltung gebracht. Ich kürze das Ganze erneut ab. Im weiteren Verlauf werden die Stellvertreterpersonen dieses Familiensystems immer mal wieder umgestellt, 3 verschiedene Aufstellungen ausprobiert, immer wieder nachgefragt, wie sie sich jetzt an der neuen Stelle fühlen und so weiter. Bis schließlich bei der letzten aufgestellten Situation die Frau in der Mitte ganz alleine steht. Hellinger fragt, was sagt ihr zweiter Mann dazu? Der Mann, es ist ein bisschen komisch. Sie muss wissen, wo sie hingehört. Hierher nicht. Hellinger zu Heidi, du hast sie alle verspielt. Zur Gruppe, merkt ihr, wie sie mit denen umgeht, ohne Rücksicht auf sie? Sie denkt gar nicht daran, was der erste Mann fühlt oder was der zweite Mann fühlt. Da ist überhaupt kein Mitgefühl mit den Männern sichtbar. Sie meint, sie könnte das nach ihrem Gutdünken machen. Jetzt sitzt sie zwischen den Stühlen. Das ist das Ergebnis. Zu Heidi. Krebs ist manchmal Sühne. Brustkrebs ist nach meiner Beobachtung, die sehr begrenzt ist, das muss ich sagen, manchmal Sühne für Unrecht, das einem Mann angetan wurde. Zur Gruppe. Ihrem ersten Mann wurde großes Unrecht getan. Und dem Sohn, weil ihm der Vater weggenommen wurde. Der Sohn wurde sogar noch adoptiert. Damit wurde ihm der Vater doppelt weggenommen. Nicht nur, dass er in die andere Familie musste, sondern er musste sogar den Namen seines Vaters aufgeben. Heidi protestiert. Hellinger,
Was hier legal ist, spielt für mich keine Rolle. Der Sohn muss nach dem Vater genannt werden, damit er sich gut fühlt. Wieder zur Gruppe. Hier sieht man das Mutterrecht. Merkt ihr das? Wenn es um die Kinder geht, bestimmen die Frauen allein. Zu Heidi. Ich lasse es mal so stehen und bei dir wirken. Wie ihr hier vielleicht schon heraushören konntet, hat Bert Hellinger in sein Konzept seine erzkonservativen Wertevorstellungen mit eingebaut. So gibt es für ihn in jeder Familie, jeder Sippe, jedem Volk, jedem anderen System immer eine hierarchische Ordnung, an deren erster Stelle, auf die Familie bezogen, der Mann steht. Die Frau folgt ihm, egal wohin, in seine Familie, in sein Land, theoretisch seine Religion. Dazu später noch eine interessante Fußnote. Danach steht in der Ordnung das erstgeborene Kind, das zweitgeborene und so weiter. Es gilt das Recht des Früheren. Also wer zuerst da war im System, hat automatisch einen höheren Rang. Diese Rangfolge muss zwingend eingehalten werden, sonst drohen nicht nur psychische Konflikte, sondern auch schwere Krankheiten. Dabei darf auch niemand aus dem System ausgeschlossen werden und auch Verstorbene müssen angemessen berücksichtigt werden. Gesetz der Gleichheit. Das offensichtlichste Beispiel ist, wenn ein Mitglied der Familie umgebracht wird. Die am weitesten verbreitete Weise dafür ist die Abtreibung. Was immer die Rechtfertigungen sind, die dafür angegeben werden, in der Seele der Täter, hier vor allem in der Seele der Mutter, hat sie weittragende Folgen. Sie hat auch in der Seele der anderen Familienmitglieder weittragende Folgen. Das Zweite ist, dass es in den menschlichen Beziehungen eine Rangordnung gibt. Und das widerspricht natürlich weitgehend so extremen demokratischem Denken, dass wir alle gleich sind. Und dieses Gesetz duldet keine Gleichheit in dem Sinn. Die Gleichheit wird durch dieses, in diesem Feld anerkannt, dadurch, dass jeder das gleiche Recht hat, da zu sein. Ne? Das ist so. Da ist die Gleichheit. Und im anderen Gesetz ist die Ungleichheit. Dass es nämlich eine Rangordnung gibt nach der Dauer der Zugehörigkeit. Das heißt, wer früher da war in einem System, der hat Vorrang vor denen, die später kommen. Ne? Gesetz der Rangordnung. Die Rangordnung wird in unserer Kultur oft verletzt, weil sie mit Berufung auf die persönliche Freiheit und auf das Recht, sich nach seinen eigenen Vorstellungen zu entfalten, von vielen rücksichtslos übergangen wird. Die Folgen dieser Verletzung sind verheerend. Sie entscheiden über Erfolg und Misserfolg und oft über Leben und Tod. Nach Hellingers Vorstellungen kommt es also dann zum Beispiel zu solchen Erklärungen wie: Die Frau sei an Gebärmutterhalskrebs erkrankt, weil sie ihrem Ex-Mann Unrecht getan hätte. Um noch einmal ganz eindrücklich aufzuzeigen, wie schroff und geradezu demütigend Menschen in ohnehin schon sehr schwierigen Lebenslagen behandelt werden, lese ich nachfolgend ein paar weitere Beispiele aus Hellingers eigenem Kursbuch vor. Das absolute Highlight hebe ich euch bis zum Schluss auf, weil es mir und sicher auch euch nach diesen Zeilen sowieso für längere Zeit die Sprache verschlägt. Wir nützen die Zeit und ich nehme gleich den nächsten dran, also jemanden, der wirklich krank ist. Das hilft am meisten und wir lernen dabei auch am meisten. Hermann, ich möchte drankommen. Ich habe Knochenmarkkrebs. Dann nehme ich dich gleich, denn das ist akut. Setze dich hier neben mich. Wie lange hast du das schon? Ein Jahr. Und was ist gemacht worden inzwischen? Chemotherapie und dann habe ich auch an verschiedenen psychotherapeutischen Gruppen teilgenommen. Wir stellen jetzt dein Ursprungssystem auf, also deinen Vater, deine Mutter, dich und deine Geschwister. Wie viele Geschwister hast du? Noch eine jüngere Schwester. Wie geht es dem Vater? Also sehr unverbindlich, sehr seufzt. Hellinger zur Gruppe. Der muss gehen. Seht ihr das? Der muss gehen. Die Frage ist, wem muss er nachfolgen? Wie geht es der Mutter?
Ich bin ganz entzückt, was für reizende Kinder ich habe. Nur bin ich da ein bisschen weit weg. Mein Mann kann da bleiben, aber er kann auch gehen. Keine Liebe, merkt ihr das? Überhaupt keine Liebe. Wenn so etwas ist, vermute ich eher, dass die Mutter gehen muss und dass der Mann es für sie tut. Das ist sehr häufig. Eigentlich müsste die Frau gehen. Seht ihr ihren Gesichtsausdruck? Sie ist absolut böse. Sie triumphiert, wenn er geht. Sie kann das nicht verbergen. Ihre Stellvertreterin ist natürlich eine gute Frau und hat damit nichts zu tun. Aber sie repräsentiert hier jemanden, der böse ist. In so einer Aufstellung kann sie das nicht steuern, wenn sie sich auf das Geschehen einlässt. Hellinger zu Hermann. Stelle dich jetzt selber in das Bild und auf deinen Platz. Wie ist das für dich? Ungewohnt. Sehr ungewohnt. Stelle dich links neben den Vater und schaue ihn an. Mit Liebe. Dreh den Kopf und schau ihn an. Wie hast du den Vater angesprochen? Papi. Sag, lieber Papi. Lieber Papi. Bitte bleibe. Bitte bleibe. Und segne mich, wenn ich mit dir bleibe. Segne mich, wenn ich mit dir bleibe. Was wäre der richtige Satz? Dass ich wütend bin. Sag ihm, ich mach's für dich. Ich mach's für dich. Laut! Ich mach's für dich. Lauter! Ich mach's für dich! Hellinger zur Gruppe. Er wird sterben. Er geht nicht raus aus der Verstrickung. Zu Hermann. Deine Wut ist dir wichtiger. Was hast du deinem Vater angetan? Hermann trotzig. Das weiß ich nicht. Hast du ihm was angetan? Das wüsste ich nicht. Hast du ihn verachtet? Ja. Das ist es. Er hat mich... Was der Vater gemacht hat, spielt hier keine Rolle. Was du machst, das entscheidet. Stell dich wieder neben die Schwester. Hellinger zur Gruppe. Was jetzt fällig ist, wäre, dass er sich hinkniet und sich vor seinem Vater tief verneigt. Das bringt er nicht fertig. Er stirbt lieber, als dass er das macht. Stimmt das? Nein. Willst du es machen? Ich will es probieren. Nicht probieren. Willst du es machen? Ja. Gut, dann mache ich das mit dir und helfe dir dazu. Knie dich hin auf den Boden, verneige dich bis auf die Erde, ganz tief, und strecke die Hände nach vorne, die Handflächen nach oben. So. Tief atmen. Sag, lieber Papi. Lieber Papi. Ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Wiederhole es, ganz ruhig. Lieber Papi, ich gebe dir die Ehre. Genau, das ist der Satz. Tief atmen. Lieber Papi. Lieber Papi. Ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Ich achte dich als meinen Vater. Ich achte dich als meinen Vater. Jetzt geh zurück neben deine Schwester und schau den Vater an. Neige leicht den Kopf, wie mit Respekt, dann richte dich wieder auf. Wie ist das für den Vater? Noch schwer zu glauben, dass das ankommt, also... Was ist schwer zu glauben? Dass er dich wirklich ehrt? Ja. Ja, das kann sein. Hellinger zur Gruppe. Hier gibt es kein Mogeln, merkt ihr das? Hier gibt es kein Mogeln. Meine Hypothese bei Krebs ist, dass Krebskranke lieber sterben, als dass sie sich vor den Eltern tief verneigen. Entweder vor dem Vater oder vor der Mutter. Lieber sterben. Deswegen richten sich viele von ihnen so auf. Die gehen so erhobenen Hauptes, statt dass sie sich verneigen. Zu Hermann. Jetzt schau noch einmal den Vater an und sag ihm, bitte, bitte, gib mir noch etwas Zeit. Gib mir noch etwas Zeit. Bitte, bitte. Okay, ich lasse es so. Auch ich vertraue deiner guten Seele. Darf ich das? Ja. Ich darf es nicht. Dein Lächeln sagt, dass ich es nicht darf. Doch, pass auf, ich will nicht mit dir streiten. Ich will dir helfen. Daher nehme ich jedes Signal ernst. Sonst spiele ich mit dir und das wäre schlimm. Bei so einer Krankheit wird nicht mehr gespielt. Okay, das war's dann. Es wurde dann auch noch weiter über diesen Fall gesprochen. Ein Teilnehmer fragte, wie würde denn so eine Arbeit weitergehen? Hellinger, überhaupt nicht, das war alles. Der Teilnehmer, ich meine vielleicht nächste Woche oder... Nein, das war alles. Was zu tun ist, ist ihm klar. Wenn man jetzt noch weitermachen wollte, würde man lächerlich machen, was man gerade getan hat. Das hier war alles. Eine Teilnehmerin, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass nicht der Vater geht, sondern die Mutter? Das war ja zuerst umgekehrt. Hellinger, das habe ich abgelesen am Gesicht und dann habe ich es ausprobiert. Eine andere Teilnehmerin. Wie erklären Sie sich das Phänomen, dass Menschen in so einer Konstellation etwas fühlen können, was sie selber gar nichts angeht?
Hellinger. Ich erkläre mir gar nichts. Ich sehe, dass es so ist, dass es so abläuft und dass man nachprüfen kann, dass die Mitwirkenden bei einer Familienaufstellung wirklich wahrnehmen können, was in dieser Familie abläuft. Und das genügt mir für meine Arbeit. Noch ein anderes Beispiel. Eine junge Frau, an Multipler Sklerose erkrankt, stellte in einer Gruppe mit Hilfe der Gruppenmitglieder ihre Herkunftsfamilie und das in ihr wirkende Beziehungsgeflecht dar. Es standen da also die Mutter und links von ihr der Vater, ihnen gegenüber stand die Patientin als das älteste Kind, links neben ihr der jüngere Bruder, der mit 14 Jahren an Herzversagen verstarb, und links neben ihm noch das jüngste Kind, wieder ein Bruder. Der Gruppenleiter schickte nun den Stellvertreter des verstorbenen Bruders zur Tür hinaus, was in einer solchen Aufstellung das Sterben bedeutet. Als er draußen war, hellte sich das Gesicht der Tochter schlagartig auf und auch der Mutter ging es wesentlich besser. Dann schickte der Gruppenleiter den jüngsten Bruder hinaus und danach den Vater, denn er hatte bemerkt, dass auch sie es hinauszog. Als die Männer alle draußen waren, was heißt, dass sie alle tot waren, richtete sich die Mutter triumphierend auf und es wurde deutlich, dass sie es war, die sich dem Tod verfallen wusste, aus was für Gründen auch immer. Und wie sehr es sie erleichterte, dass andere bereit und willig waren, an ihrer Statt den Tod auf sich zu nehmen. Danach rief der Gruppenleiter die Männer wieder zurück und schickte die Mutter hinaus. Plötzlich fühlten sich alle von der Verpflichtung zur Teilhabe am Schicksal der Mutter befreit und es ging ihnen gut. Der Gruppenleiter aber hegte den Verdacht, dass auch die multiple Sklerose der Tochter im Zusammenhang mit den Verpflichtungen der Mutter zum Tod stand. Daher rief er die Mutter zurück, stellte sie links neben den Vater und stellte die Tochter neben die Mutter. Er sagte der Tochter, sie solle die Mutter mit Liebe anschauen und ihr in die Augen und ins Angesicht sagen, »Mami, ich mache es für dich.« Als sie es sagte, strahlte sie über das ganze Gesicht und der Sinn und das Ziel ihrer Krankheit wurde allen Beteiligten klar. Unter dem Stichwort Schwindsucht. Oft erkennen wir als Bedingung für eine lebensgefährliche Krankheit den Entschluss des Kindes gegenüber einer geliebten Person, lieber verschwinde ich als du. Bei der Magersucht heißt der Entschluss, lieber verschwinde ich als du, mein lieber Papa. Bei der Multiplen Sklerose hieß es in unserem Beispiel, lieber verschwinde ich als du, liebe Mama. Eine vergleichbare Dynamik gab es früher bei der Tuberkulose, die vielleicht deswegen doppeldeutig Schwindsucht heißt. Und es gibt diese Dynamik auch bei Selbstmord und tödlichem Unfall. Und da gerade schon das Stichwort Selbstmord fiel, in einer der Aufstellungen in diesem Buch meinte Hellinger, in der Familientherapie gibt es einen Grundsatz. Mit Bezug auf Gut und Böse ist es umgekehrt wie dargestellt. Du bist aufgebracht, weil deine Frau gesagt hat, sie will sich umbringen. Die Frage ist, wer hätte sich eigentlich umbringen müssen in deiner Familie? Bist du es oder die Frau? Was ist, wenn du es bist? Wenn so ein heftiger Affekt dabei ist, liegt der Verdacht nahe, dass es genau umgekehrt ist. Sonst bräuchte der Affekt nicht so heftig zu sein. Ich lasse dir jetzt erst etwas Zeit zum Nachsinnen. Bert Hellinger hat auch recht interessante Vorstellungen, was beispielsweise eine jüdische Herkunft betrifft. Eine Teilnehmerin: Ich konnte heute Morgen das erste Mal zulassen, dass ich bei meinen Großeltern väterlicherseits nicht die Formulierung gebraucht habe, sie sind gestorben oder umgekommen, sondern sie sind ermordet worden. Hellinger: Von wem? In der Nazizeit. Ich stamme aus einer jüdischen Familie. Das ist immer sehr, sehr bedeutsam. Eine jüdische Frau kann keinen Deutschen heiraten. Ich habe einen Deutschen geheiratet. Das geht nicht. Eine jüdische Frau kann keinen Deutschen heiraten. Kannst du mir sagen, warum? Das geht schief. Ich habe noch nicht gesehen, dass es gut gegangen ist. Umgekehrt schon. Ein jüdischer Mann kann eine deutsche Frau heiraten, aber nicht andersherum. Das geht nicht. Kann man so etwas erklären oder geht es einfach schief? Ich erkläre es nicht. Es ist so. Etwas später erklärt er dann doch ein bisschen mehr dazu. Wenn eine jüdische Frau einen Nichtjuden heiratet, bei Deutschen ist es natürlich noch schwerer, dann geht das nur, wenn sie vom Judentum abfällt. Ein Jude kann das aber nicht. Das geht nicht. Die Schicksalsbindung unter den Juden ist so viel stärker als bei anderen, dass so etwas in der Regel nicht geht. Warum meinst du, dass das bei einem jüdischen Mann anders ist? Es hat etwas mit dem zu tun, was ich gestern gesagt habe, dass die Frau dem Mann folgen muss. Eine jüdische Frau kann das nicht, ohne dass sie vom Glauben abfällt. Eine nichtjüdische Frau kann dem jüdischen Mann folgen, aber umgekehrt geht das nicht. Traurigerweise ist das Konzept Familienstellen nach Hellinger, trotz aller Widerwärtigkeit und des Postulats magischer wissender Felder, weit verbreitet und wird vermutlich aufgrund der ähnlichen Benennung häufig gleichgesetzt oder verwechselt
mit der weitgehend anerkannten systemischen Familientherapie im Rahmen eines psychotherapeutischen Verfahrens, bei dem manchmal auch eine andere Form der Aufstellungsarbeit enthalten ist. Das macht es natürlich nicht unbedingt leichter, wenn man in der Richtung Hilfe sucht. Merkt euch am besten einfach, wenn irgendwo die Rede von Familienaufstellung ist, werdet zumindest hellhörig. Wenn ihr in dem Zusammenhang den Namen Hellinger hört, lauft. Wenn mit völlig fremden Menschen in gemeinsamen Gruppensitzungen aufgestellt und dabei auch nicht vor Toten Halt gemacht wird, lauft. Als kleinen ergänzenden Hinweis, der Fairness halber, nicht alle Familienaufstellerinnen und Familienaufsteller arbeiten heutzutage noch auf diese streng autoritäre Weise. Viele von ihnen sind nach ihrer Ausbildung nach Hellinger auch unterschiedlich stark von seiner Art abgerückt und vermischen das ganze ursprüngliche Konzept mit verschiedenen eigenen, oft sanfteren Ansätzen. Man darf sich aber die Frage stellen, ob es das nun wirklich so viel besser macht. Denn die Basis des Ganzen bleibt ja deswegen immer noch ein völlig hanebüchener Hokuspokus. Und wie soll so hanebüchener Hokuspokus einem denn bei der eigenen Krebserkrankung oder bei der Traumabewältigung weiterhelfen? Ich ordne irgendwelche Familienkonstrukte für mich neu und mein Krebs verschwindet? Einfach absurd. Und das gilt nicht nur für Krebs. Wer ein echtes psychisches Trauma zu bewältigen hat, braucht dringend professionelle Hilfe. Nicht einen beliebigen Aufsteller, der sogar noch weniger Qualifikation als ein Heilpraktiker aufbringen muss. Macht euch bitte mal diesen Irrsinn bewusst. Im Grunde kann einfach jeder Mensch ohne die geringste Qualifikation Familienaufstellungen anbieten, weil es dafür gar keine rechtlich geschützten Berufsbezeichnungen oder dergleichen gibt. Zugleich ist es aber in Deutschland gesetzlich verboten, irgendwelche Heilbehandlungen anzubieten, wenn man nicht als absolute Minimalanforderung einen Heilpraktikerschein hat. Und selbst dafür sind die Anforderungen nicht besonders hoch, wenn man bedenkt, dass diese Leute auch an schwer kranken Menschen relativ unbehelligt rumfuschen können. Sorry für diesen persönlichen Kommentar hier an dieser Stelle, ist nicht das heutige Thema. Der Punkt ist, Familienaufsteller können qualifikationslos ihren pseudotherapeutischen Mumpitz schlicht unter der Bezeichnung Seminar oder Workshop anbieten und sind damit fein raus. Da gibt es keine Heilsversprechen und die Teilnehmer werden danach einfach wieder sich selbst überlassen. Egal, ob man ihnen noch etwas halbwegs Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte oder sie noch tiefer verunsichert oder geschädigt hat. Damit euch dieser ganze Wahnsinn auch visuell im Gedächtnis bleibt, noch eine kleine Kostprobe vom Meister selbst. Unterscheidet sich ein ganz kleines bisschen von seinem ganz klassischen Familienstellen, ist dafür aber besonders eindrucksvoll. Und für danach gleich mal eine Content Note bzw. Triggerwarnung, weil es um ein äußerst sensibles Thema geht. Nach dem folgenden Einspieler lese ich euch Hellingers Ausführungen vor, die das Thema innerfamiliäre sexuelle Gewalt gegen Kinder betreffen. Ah.
Ja, ist ja gut gegangen, ne? Alles gut gegangen. Sag ihr Danke. Danke. Danke, liebe Mama. Danke, liebe Mama. Ich nehm's von dir. Ich nehm's von dir. Alles. Man kann niemanden ausklammern aus einem System, außer bei sehr schweren Verbrechen. Und der Inzest zählt nur selten dazu. Die Lösung liegt darin, dass man alle, die ausgeklammert wurden, wieder hereinnimmt. Das gelingt umso eher, wenn man nicht nur den Vater als den vordergründigen Täter im Auge hat, sondern auch die Mutter als heimliche Täterin, als die graue Eminenz des Inzests. Wenn sich der Therapeut nur mit dem Opfer verbündet und nicht mit dem System als Ganzem, dann arbeitet er in einer Weise, die alles nur noch schlimmer macht. Das ist die Konsequenz und die geht sehr weit. Der sexuelle Missbrauch von Kindern beim Inzest ist häufig die Folge von unausgeglichenem Geben und Nehmen. Eine gängige Konstellation dabei ist, dass die Frau schon verheiratet war und ein Kind hat. Sie heiratet einen zweiten Mann, der noch kein Kind hat, und jetzt ist ein Gefälle da. Der Mann muss sich um das Kind kümmern, obwohl es nicht sein Kind ist. Er muss also mehr geben, als er bekommt. Die Frau verlangt das vielleicht noch ausdrücklich, dass er das tun muss. Doch umso größer wird dadurch die Differenz von Geben und Nehmen, von Gewinn und Verlust. Jetzt herrscht in diesem System ein unwiderstehliches Bedürfnis nach Ausgleich. Und der naheliegende Ausgleich ist, dass die Frau dem Mann das Kind, wenn es ein Mädchen ist, zuführt. Zum Ausgleich. Das ist sehr häufig der familiendynamische Hintergrund bei Inzest. Nicht bei jedem, es gibt auch andere Dynamiken. Hier beim unausgeglichenen Geben und Nehmen ganz offensichtlich, aber auch bei anderen Formen sexuellen Missbrauchs von Kindern, sind fast immer beide Eltern beteiligt. Und zwar die Mutter im Hintergrund und der Vater im Vordergrund. Und solange das nicht als Ganzes gesehen wird, gibt es keine Lösung. Was wäre also die Lösung? Als erstes gehe ich hier davon aus, dass ich mit dem Opfer zu tun habe und dass mein Interesse sein muss, dem Opfer zu helfen. Mein Interesse als Therapeut kann nicht sein, die Täter zu verfolgen, weil das dem Opfer überhaupt nicht hilft. Wenn eine Frau zum Beispiel in einer Gruppe erzählt, dass sie vom Vater oder Stiefvater sexuell missbraucht wurde, dann sage ich ihr, sie soll sich die Mutter vorstellen und ihr sagen, Mama, für dich tue ich es gerne. Plötzlich ist da ein ganz anderer Zusammenhang da. Und sie soll sich den Vater vorstellen und ihm sagen, Papa, für die Mama tue ich es gerne. Plötzlich ist die verborgene Dynamik am Licht und keiner kann sich mehr verhalten wie vorher. Wenn die Situation noch aktuell ist, wenn ich es also mit einem der Eltern zu tun habe, mit der Mutter zum Beispiel, dann sage ich der Mutter im Beisein des Kindes, das Kind tut es für die Mama. Und ich lasse das Kind der Mutter sagen, für dich tue ich es gerne. Aus ist es dann mit dem Inzest. Er kann nicht mehr weitergehen. Wenn der Mann dabei ist, fordere ich das Kind auf, ihm zu sagen, ich tue es für die Mama, zum Ausgleich. Plötzlich sieht sich das Kind als gut und weiß sich gut. Es braucht sich nicht mehr schuldig zu fühlen. Das zweite ist, dass ich dem Kind helfe, dass es zu seiner Würde zurückfindet, weil es den Inzest, sagen wir es mal ganz krass, auch als eine Schändung erlebt. Ich erzähle dann eine kleine Geschichte von einem gewissen Johann Wolfgang. Er hat das Gedicht geschrieben, sah ein Knab ein Röslein stehen. Das damit endet, dass der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden, Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.
und dann verrate ich ein Geheimnis. Das Röslein duftet noch. Drittens, für viele Kinder ist das Erleben auch lustvoll. Sie dürfen aber dieser Wahrnehmung nicht trauen, dass es lustvoll ist oder war, weil ihnen im Gewissen, vor allem von der Mutter her, gesagt wird, es sei böse. Dann sind sie verwirrt. Das Kind muss zugeben dürfen, dass es lustvoll war, wenn es so war. Gleichzeitig braucht es dann die Zusicherung, auch wenn es lustvoll war, es ist immer unschuldig. Ein Kind verhält sich kindgemäß, wenn es neugierig ist und diese Erfahrung machen will, und es bleibt trotzdem unschuldig. Wenn die Lust dabei verteufelt wird, erscheint das Sexuelle in einem seltsamen Licht, so als wäre es etwas ganz Schreckliches. Dabei ist beim Inzest eine notwendige Erfahrung nur vorgezogen. Wenn man es mal frivol sagen will, etwas, was in der menschlichen Entwicklung liegt, kommt für das Kind zu früh. Wenn ich das dem Kind so sage, entlastet es das Kind. Viertens ist da die Vorstellung, das Kind wäre später in seiner Entwicklung gehemmt. Das ist es. Das Kind ist in seiner Entwicklung gehemmt, weil durch das sexuelle Vollzug kann man hier nicht sagen, das ginge zu weit, aber durch diese sexuelle Erfahrung eine Bindung vom Mädchen zum Täter entsteht. Das Kind kann daher später keinen neuen Partner haben, ohne dass es den ersten würdigt. Wenn die Erfahrung verteufelt wird und der Täter verfolgt wird, fällt das dem Kind schwer. Wenn es aber zu dieser ersten Erfahrung und zu dieser ersten Bindung stehen kann, nimmt es sie mit in die neue hinein. Dann ist diese Erfahrung dort aufgehoben und gelöst. Die entrüstete Art und Weise, damit umzugehen, verhindert die Lösung und schadet dem Opfer.